Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Tag-Video von mir. Ich wurde von den Bookfriends von Maike und Anja zu einem Tag getaggt. Meine Güte, was für ein Wortspiel. Und zwar geht es diesmal nicht um Bücher, denn die sind heute nicht die Antwort. Und das fand ich super spannend und ich habe das auch schon bei zwei, drei anderen Leuten gesehen und greife natürlich die Tag-Aufforderung der beiden jetzt lieben gerne auf. Ich habe auch ihr Video super gerne geguckt. Ich packe das Video der Bookfriends unten in die Infobox. Schaut da gerne mal vorbei. Auch die Fragen findet ihr natürlich unten. Vielleicht wollt ihr ja die ein oder andere Frage auch in den Kommentaren beantworten. Da würde ich mich sehr, sehr freuen. Und die siebte Aufgabe, ja, in der wird dann sogar ein bisschen getaggt. Achtet also vielleicht darauf, wenn ihr auch irgendwie Lust dazu habt und vielleicht werdet ihr ja in diesem Video von mir auch genannt, dann findet ihr alles unten in der Infobox. Es sind insgesamt sieben Fragen, Aufgaben und die erste lautet, was ist etwas, wovon du viel zu viel besitzt, abgesehen von Büchern? Und da musste ich tatsächlich relativ lange überlegen, weil für mich diese Frage immer assoziiert, dass man selbst denkt, man hat zu viel. Also ich würde selbst bei meinen vielen Büchern gar nicht sagen, dass die zu viel sind. Also natürlich kann man mit sich selbst diskutieren, ob ein Sub von, keine Ahnung, aktuell 97 zu viel ist oder nicht. Aber es müsste ja irgendwo in einem gesagt dann sein, davon habe ich zu viel. Also ich würde klar sagen, dass ich wahrscheinlich zu viel Bettwäsche habe, als dass man die braucht. Man bräuchte ja theoretisch nur eine, die man drauf hat und eine, die dann in der Wäsche ist. Da würde ich sagen, da habe ich definitiv ein wenig zu viel. Ich glaube auch, dass ich aus meiner Beauty-Zeit noch zu viele Nagellacke habe, die wirklich 10 verschiedenste Nuancen von Rot haben. Wo ich mir auch immer denke, ja, wenn du die wahrscheinlich alle auf der Hand hast, würdest du den Unterschied merken, sonst sieht das am Ende kein Mensch. Vielleicht habe ich auch zu viele Schals und Halsbekleidung, also auch Tücher, die ich gefühlt seit langer Zeit gar nicht mehr so gerne trage. Also Schals im Winter ja, aber ich habe auch früher gerne im Sommer welche getragen, das mache ich gar nicht mehr irgendwie so, also um da einen Look draus zu machen. Da könnte man vielleicht tatsächlich ein bisschen sagen, das ist zu viel. Ja, viele würden sagen, Steffi, du hast zu viele Kerzen, du hast vielleicht auch zu viele Lidschattenpaletten. Ja, vielleicht, je nachdem, mit wem man sich vergleicht, würde ich nicht sagen, denn ich benutze meine Kerzen, ich benutze meine Lidschattenpaletten, ich benutze meine Ohrringe, ich trage sehr gerne Ohrschmuck, ich trage sehr gerne Ketten, wenn auch gerade tatsächlich nicht, aber ja, das ist tatsächlich, glaube ich, so mit sich selbst zu besprechen. Es gibt auch Leute, die in meine Wohnung kommen. Also Leute, das klingt jetzt so, wie wenn da Fremde ein- und ausgehen, die sagen, oh, du hast aber viele Pflanzen und ist das schon zu viel? Also wo fängt man da an, wenn man sich selbst wohlfühlt? Und das tue ich tatsächlich mit den Dingen, die ich besitze. Wie gesagt, an mancher Schraube kann man bestimmt drehen, sei es Nagellacke nachkaufen oder Schal oder vielleicht tatsächlich mal ausmisten, die Sachen wegbringen. Ja, durchaus, aber was ist schon tatsächlich zu viel? Solange man sich wohlfühlt, ist das alles in Ordnung. Zweite Frage, was ist etwas, das du zum Spaß tust, das nicht Buchlesen ist? Und ja, da gibt es natürlich schon einiges von Filmen, über Serien schauen, weiter zu Musik wirklich auch bewusst anhören, Podcast folgen. Aktuell beginne ich ja oder habe ich mit dem Sticken angefangen, dieser Disney Collection. Das macht mir auch sehr, sehr viel Spaß. Ich habe auch immer mal wieder Phasen, wo ich gerne puzzle, wo ich mal nach Zahlen mache. Aber im Sommer oder Frühjahr, Sommer gehe ich auch super gerne raus in die Natur, wandern, spazieren, wirklich auch hier in den nahen Gebirgen unterwegs sein, um Seen herumlaufen. Ich habe ja auch im letzten Jahr diese digitalen Läufe entdeckt, wo man 10 Kilometer läuft und eine Medaille bekommt, wenn man die denn möchte. Da habe ich letztes Jahr 3 Stück gesammelt. Dieses Jahr gibt es auch schon direkt einen, jetzt im Januar. Und das ist dann eine Katzenmedaille. Also es gibt viele Dinge nebenbei. Ich war auch sonst jemand gerne, ich sage jetzt mal vor dem großen C, der auch einfach mal Städtetouren gemacht hat, Städte entdeckt hat. Wenn wir so ein bisschen in dem sportlicheren Bereich bleiben, tatsächlich bin ich ein großer Freund des Yoga, wo ich sage, da finde ich meine Ruhe, meine Entspannung, meine Beweglichkeit im Körper sozusagen auch einfach. Und es gibt sehr viele Dinge neben dem Lesen, die mir Freude machen. Im Grunde ist aber schon das Lesen so
die erste Priorität, wenn es um meine Hobbys geht. Im Sommer dann wahrscheinlich tatsächlich so mit dem Wandern, wo man sagt, da muss man dann einfach auch freie Zeit schaffen, damit man eben auch eine Wanderung von 4-5 Stunden machen kann, machen möchte. Und da schiebt sich dann natürlich das Lesen oder Ähnlichem einfach nach hinten. Aber ja, bunt gemischt. Es gibt viele Dinge, die mir Freude machen. Und sei es auch nur eine Woche am Strand liegen und die Sonne genießen, auch das könnte ich viel, viel öfter im Jahr. Aber ja, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Frage. Dritte Frage. Was ist etwas Besonderes oder Wichtiges auf deinem Nachttisch, das kein Buch ist? Und das fand ich tatsächlich sehr schwierig, weil da gar nicht so viel mehr ist als der E-Book-Reader, als das aktuelle Buch. Ja, meine Bucheule steht dort in der Regel auch und warte darauf, dass ich dann mein schweres Buch darauf ablege. Es gibt eine Lampe, die darauf steht, und eine Handcreme. Viel mehr findet sich auf meinem Nachttischchen nicht. Und das ist auch gut so. Also nichts Schlimmeres, als wenn da irgendwie Chaos herrschen würde. Weil Schlafzimmer schon ein Zimmer ist, das einfach Ruhe ausstrahlen soll, in meinem Fall, damit ich einfach mit meinen ganzen Reizen, die ich über den Tag ausgesetzt war, und das ist als hochsensibler Mensch nicht immer so einfach, dass man da einfach sagt, man hat einen Ruheort, einen Kraftort. Und damit möchte ich nicht sagen, dass das Schlafzimmer immer perfekt aufgeräumt ist. Aber der Nachttisch, also mehr als diese Dinge, sollten da auch tatsächlich nicht sein. Im Sommer findet sich durchaus auch nochmal ein Glas Wasser irgendwie in der Nähe. Einfach, wenn man da dann doch mal nachts vielleicht aufwacht und irgendwie Durst hat, dass man da, da was gleich greifbar hat und nicht erst aufstehen muss. Aber sonst liegt da tatsächlich sehr minimalistisch nicht sehr viel rum. Vierte Frage. Was kaufst du in einer Buchhandlung außer Büchern? Ja, natürlich nicht nur die Bücher für einen selbst oder für Freunde. Natürlich findet man da auch viele Buchgimmicks. Sei es natürlich ein Lesezeichen. Ich habe auch vor 3-4 Jahren sehr gerne mal Lesetaschen verschenkt, obwohl ich die selbst tatsächlich nicht so benutze. Aber ich finde das so für einen Büchernerd ganz schön. In unserer Thalia finden sich auch Kalender zum Beispiel, wo ich gerne immer mal mich umsehe. Oder man hat natürlich auch verschiedenste Gimmicks rund um die Buchsucht. Also sei es Tassen, sei es Stifte, sei es Notizbücher. All das findet man dort. Aber sonst, manchmal natürlich auch noch ein Magazin, wenn man in der Nähe ist, also eine Zeitschrift. Aber sonst muss ich sagen, ist in unserer Thalia nicht so viel zu finden. Eine Zeit lang gab es da auch Yankees. Da habe ich natürlich auch gerne, wenn denn mal neuere Düfte da waren, dran geschnuppert und dann auch eine mitgenommen. Oder ich habe auch Favoriten nachgekauft. Unsere Thalia hatte da leider nur eine sehr kleine Sammlung, sage ich mal. Und meistens von den Favoriten oder von den älteren Düften selten mal das, was Neues dabei war. Aber sonst tatsächlich gibt es da nicht allzu viel in unserer Thalia. Was ich auch gar nicht schlimm finde, weil das eben der Ort ist, wo man Bücher findet. Und ich möchte da auch gar nicht noch zugeklatscht werden mit sich anderen Dingen, wo ich mich dann vielleicht wieder entscheiden müsste. Und es ist ja so schon schwierig genug, sich in der Buchhandlung für ein Buch oder für ein Lesezeichen oder irgendwas zu entscheiden. Wenn jetzt noch andere Dinge dort wären, ohne dass mir jetzt pauschal etwas einfällt, dann wird es irgendwie schwierig. Also ich weiß, dass es, glaube ich, auch im Kinderbereich oder im Jugendbereich dann auch die Funkos dort zu finden gibt an mancher Stelle. Also Harry Potter Funkos, glaube ich, findet man auf jeden Fall. Das finde ich auch passend zu den Büchern, wenn man denn dieses Feld aufmachen möchte. Aber ich bin ganz froh, dass es da eigentlich nur Bücher gibt und nicht noch mehr an Dingen, die man irgendwie einkaufen könnte. Fünfte Frage. Was ist ein lustiges Geschenk, das du erhalten hast, das kein Buch oder ein Geschenkgutschein für Bücher war? Also lustiges Geschenk finde ich immer sehr schwierig, weil lustig, also gibt selten Dinge, über die man dann irgendwie lacht. Also man freut sich natürlich, aber lustig. Also es gibt natürlich verschiedenste Gimmicks, sei es tatsächlich irgendwie eine Decke mit einem Hogwarts-Logo, sei es Socken, die irgendwie knuffig sind, sei es Funkos, die ich natürlich durchaus, seitdem ich diese Sammlung so ein bisschen habe, auch geschenkt bekommen. Aber das ist das irgendwie lustig. Also ich tue mir da so ein bisschen schwer mit diesen lustigen Geschenken. Ich bekomme auch Kuscheltiere durchaus geschenkt oder eben auch einfach Gutscheine, die nicht bücherlastig sind. Aber das finde ich tatsächlich ein bisschen schwierig. Natürlich auch mal Schmuck, den man geschenkt bekommt. Jetzt nicht von jedem, aber worüber man sich dann auch freut. Also tatsächlich ist das Buch gar nicht so das Oberlastige in meinem Freundes-Familienkreis, außer ich wünsche das explizit. Also wie zum Beispiel im letzten Jahr Weihnachten, wo ich explizit ein Tolkien-Buch wollte, was sich rund um Mittelerde bewegt. Und ich dann auch explizit sage, das ist natürlich einfach ein bisschen hochpreisiger, das wäre doch ein schönes Weihnachtsgeschenk. Aber so richtig lustig, finde ich irgendwie schwierig. Was ist lustig?
Also man freut sich über alles, aber ob das dann auch lustig ist, also natürlich auch mal neue Hobbys zu beginnen, also sei es dann auch mal so ein Diamond Painting, was jetzt auch schon ein Jahr hier liegt und noch nie ausprobiert wurde, kriegt man ein schlechtes Gewissen. Ja, oder durchaus eben mal Pflanzen, irgendwas für den Garten. Ja. Sechste Frage: Welchen YouTube-Kanal schaust du, der nichts mit Büchern zu tun hat? Und das fand ich unfassbar schwer, da nur einen zu nennen. Das geht auf keinen Fall. Denn ich folge auf YouTube natürlich nicht nur Booktubern, aber ich möchte das ein bisschen kategorisieren. Zum einen habe ich vorhin schon gesagt, ich habe eine große Film- und Serienleidenschaft und hier schaue ich wirklich gefühlt fast jedes Video, sowohl von Robert Hofmann als auch von Cinema Strikes Back. Die sind ja bekannt geworden durch ihre Game of Thrones Folgenbesprechungen und ich liebe ihren Podcast, wo sie über alles reden, was sie schauen, was man erwarten kann, was sonst irgendwie für Themen in der Filmwelt sind. Das liebe ich. Ich mag auch die Dynamik. Das sind eben einfach drei junge Männer. In der Regel sind sie auch zu dritt unterwegs, manchmal eben auch nur zu zweit. Einzelvideo gibt es auch. Und wenn Jonas über Herr der Ringe und Mittelerde spricht, da geht so mein Herz auf, weil ich denke, endlich noch so ein Nerd, der genauso positiv verrückt ist wie ich und der durchaus an mancher Stelle sogar mehr weiß als ich. Und das rechne ich ihm sehr hoch an. Ich mag diese drei in Kombination. Ich mag, wie sie Dinge rüberbringen, erklären, zeigen, wo sie ihre Prioritäten auch manchmal drauflegen. Das macht Spaß. Robert Hofmann, ich glaube, der macht wirklich jeden Tag ein Video. Der stellt Filme vor, Serien. Der schaut sich aber auch alte Dinge nochmal an, bespricht auch Trailer und lädt die auch hoch. Und da bekommt man auch ganz, ganz viel Neues einfach mit. Und dann gibt es ja auch seine Serien- und Filmnews, ich glaube auch pro Woche oder pro Monat. Und das mag ich unglaublich gerne. Wenn es so ein bisschen in die Richtung Beauty geht, und auch ich hatte ja früher mal einen Beauty-Lifestyle-Kanal und ich mag es ja auch wirklich, alles was rund um Lidschattenpaletten ist, darauf stehe ich, oder auch natürlich, wenn es um Gesichtskörperpflege geht. Und da möchte ich einfach Shenya benennen. Und zwar heißt ihr Kanal Inkipedia bei Shenya. Und sie, ja, sagt uns tatsächlich, was ist gut und was ist schlecht für die Haut. Also sie geht wirklich auf die Hautpflege, auf die Gesichtspflege und hat eben auch Produkte, die sie testet und eben auch sagt, welche Inhaltsstoffe sind gut, welche könnten vielleicht zu Problemen führen. Sie hat da Empfehlungen aus der Drogerie, auch aus dem koreanischen Bereich, aber eben auch durchaus hochpreisigere Produkte, die sie testet, die sie empfiehlt. Sie selbst hat, glaube ich, jetzt auch schon drei oder vier eigene Produkte kreiert. Sie ist gelernte Drogistin, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, und das finde ich auch toll. Also ich mag ihre Themen, ich mag es, wie sie die Dinge erklärt, sehr kurz und knackig und so für alle auch verwendbar, ohne irgendwie großes Umschweifen. Und auch in ihren Favoritenvideos, sie schminkt sich auch gern, macht so einen Schminktalk, und da höre ich super gerne zu, hole mir Inspiration, gerade wenn es natürlich dann auch um die Lidschatten geht oder um die Gesichtspflege. Wenn wir hier so ein bisschen bleiben, dann zum Beispiel auch Misolde, die wirklich gefühlt jede Limited Edition vorstellt, zeigt, auch Lidschattenpaletten, Foundations und so weiter präsentiert. Und sie macht das auf so eine ganz natürliche, authentische Art. Also das ist wirklich sehr schön zu sehen. Das ist nicht überdreht, das ist nicht zu wild geschnitten. Das ist einfach sie, so wie sie ist, so wie sie die Produkte testet. Und das macht mir großen Spaß. Also weil ich möchte jetzt, weiß jetzt gar nicht, wie alt sie ist. Auf jeden Fall, ich sage jetzt mal Ü25. Und da ist einfach alles ein bisschen ruhiger und auch so ein bisschen fokussierter und konzentrierter und alles nicht gleich so ein Hype und groß und grandios und Hammer und, sondern einfach so ein bisschen normal. Und das finde ich sehr schön. Nicht, dass ich alles davon kaufe. Aus dieser Zeit bin ich einfach raus. Ich bin keine Limited Edition Jägerin mehr. Aber es gibt natürlich für Einzelprodukte, die dann eben doch es wert sind, dass man einen zweiten, dritten Blick darauf wirft und dann eben auch einfach mal Dinge ausprobiert. Und da bin ich auf jeden Fall dabei und auch ihrer Meinung sehr dankbar, weil ich die auch wirklich zu einem großen Prozentteil auch dann teile. Nicht alles funktioniert beieinander, das ist ganz logisch. Sie hat jetzt natürlich auch eine trockene Haut, zum Beispiel wie ich, wo ich sage, da tut man sich auch zum Beispiel, was weiß ich, was Foundation oder so angeht, ein bisschen einfacher, da einen Vergleich zu schaffen. Aber man kann nicht immer sagen, was bei jemandem funktioniert, funktioniert auch bei einem selbst und umgekehrt. Also, na, das muss man ganz klar sagen. Dann, wenn es so ein bisschen um die Vlogs geht, ich bin jetzt ja nicht der größte Vlog-Fan, also mich interessiert in der Regel nicht, was Leute in ihrem Alltag machen. Ich gucke auch Leuten nicht zu, wie sie putzen.
Das finde ich schon bei mir nicht spannend. Warum sollte ich das bei anderen machen? Aber ich mag zum Beispiel Marie und Alex vom Kanal Manda sehr gerne. Schau da auch schon wirklich sehr, sehr, sehr viele Jahre ihre Vlogs. Angefangen irgendwann mal mit Neuseeland, wo sie beide, glaube ich, für ein Auslandssemester von Alex nach Neuseeland gegangen sind. Das ist aber auch schon keine Ahnung, wie lange her. Dann, wie sie eben, ja, in ihre erste Wohnung gezogen sind. Dann, jetzt dann irgendwann vor 2 Jahren, glaube ich, in ihr Haus gezogen sind. Und da hat man halt so einen Alltag, der aber so besonders ist, weil man so ein bisschen auch hinter diesem Creator einfach zuschauen kann. Beide haben auch ihre eigenen YouTube-Kanäle, die ich auch gerne mag. Aber das ist so ein bisschen so Hintergrundinfo, so ein bisschen, was steht gerade an, was gibt es Tolles, Neues. Und man merkt einfach, dass die beiden sich bemühen, ihren Alltag, da sie uns diesen zeigen, eben auch ein bisschen schöner und besonderer wahrzunehmen. Also nicht, dass das gefälscht ist oder sie jetzt besonders schöne Dinge jeden Tag machen, um uns was zu zeigen. Aber man merkt, dass sie einfach die Momente, die schön sind, die besonders sind, so ein bisschen festhalten und uns die dann zeigen. Und ich glaube, dass dieser Fokus bei Vlogs sehr oft zu kurz kommt, dass man eben sich auch einfach an einem leckeren Abendessen, an einem tollen Kaffee zu Nachmittag einfach erfreut und sagt, ich zelebriere das und das auch zeigt. Also mag ich super gerne. Zurzeit ist ein bisschen viel Baby-Content, einfach weil sie, glaube ich, auch jetzt dann im November ihr Baby bekommen haben. Aber das machen sie wirklich sehr diskret und das finde ich auch sehr gut. Es gibt nichts Schlimmeres als Familienblogger, die ihre Kinder in jeder Situation vor die Kamera halten. Und das sehe ich sehr, sehr, sehr kritisch. Und ich finde es sehr schön, dass sie natürlich darüber sprechen, weil es in ihr Leben gehört, aber eben das Kind auch nicht zeigen. Also zumindest das Gesicht nicht. Also man sieht immer meinen Fuß und einen Arm und natürlich auch irgendwie mal von hinten, wenn das Kind eben in der Trage ist. Aber ich finde das sehr, sehr schön, wie sie damit umgehen. Und ja, das ist so wirklich 2-mal in der Woche in der Regel Entspannung, einfach am Abend, wo man sagt, da kann man mal so eine halbe Stunde irgendwie entspannt einen Vlog anschauen. Und dann eine Entdeckung, ja, relativ neu, weil es seinen Kanal auch erst so circa ein halbes, dreiviertel Jahr gibt. Und das ist Robert Mark Lehmann. Ich habe sein Buch letztes Jahr als Highlight auch noch ganz schnell geschwind in den Adventskalender gepackt. Und ich habe ihn schon früher gesehen, also so Anfang 2021 mit verschiedensten Interviews, die er gegeben hat. Da hat er noch in seinem Archiv-YouTube-Kanal die Sachen von anderen im Grunde hochgeladen, also von anderen, also wenn ein Interview mit ihm gemacht wurde. Und jetzt hat er eben angefangen mit in der Regel einem Live-Kanal, wo er auf High-Videos zu sprechen kommt, da auch aufklärt, verschiedenste Dinge aus dem Urwald einfach zeigt, Missionen erzählt, die er gemacht hat, wenn er tauchen geht, Dinge zeigt und so, so viel erklärt. Und besonders natürlich, wenn es ins Wasser geht, das ist ja auch meine große Liebe, ist das Wasser, ist das Meer. Ich würde unfassbar gerne mal mit Haien tauchen und damit meine ich nicht in irgendeinem Käfig, sondern wirklich einfach so die beobachten in ihrem wilden Raum, in ihrem freien Raum. Und er macht das richtig, richtig toll. Also er ist engagiert, er zeigt wirklich sehr direkt auf Dinge, die falsch laufen, egal ob das Zoos sind, ob das was auch immer ist. Ja, das finde ich einfach großartig und ich fand schon sein Buch toll. Ich mag die Art, wie er Dinge rüberbringt, wie er Dinge erklärt, wie er jetzt zum Beispiel auch mit diesem Stop Finning wirklich eine große Welle nochmal geschlagen hat und ich finde es toll, wie er das macht, welche Energie er hat. Nicht alles ist für mich so erträglich, aber er weckt in mir wieder so das Feuer da, auch wieder aktiver zu werden, nachdem ich ja gefühlt wirklich so seit 10 Jahren sage, ich bin es müde, darüber aufzuklären, darüber zu reden, darüber Dinge zu teilen, mich damit zu beschäftigen. Ich weiß es einfach und damit ist gut, aber damit ist natürlich keinem Tier geholfen. Und man muss einfach den Mund aufmachen für die Tiere, die nicht für sich selbst sprechen können. Und das macht er richtig, richtig toll. Und er erweckt in mir eben auch diese Leidenschaft wieder, darüber zu reden und auch Leuten einfach in der Umgebung jetzt nicht, ich würde nicht willkürlich jemanden Fremden ansprechen, immer wieder darauf zu triggern. Und ich merke, dass ich da eine Energie wieder bekomme, die ich vor 10 Jahren gefühlt einfach verloren hatte, weil ich es so sinnlos fand, mit Leuten darüber zu sprechen. Und ja, aber das sind die Kanalempfehlungen. Ich packe die einfach mal in die Infobox. Das sind so die Kanäle, wo ich gefühlt wirklich jedes Video oder mit jedes spannende Video mir anschaue. Natürlich gibt es auch viele andere, die immer mal irgendwo ein Thema haben, wo ich dann auch einfach mal draufklicke. Ich habe auch ich glaube auf jeden Fall noch eine 2-stellige Abo-Liste, aber natürlich kommt man da gar nicht dazu, sich das alles anzuschauen. Und dann muss man auch sagen, ich mag ja auch BookTube und
Irgendwann ist diese Zeit auch begrenzt. So, lange genug geschwärmt, alle Kanäle in der Infobox verlinkt. Und die siebte und letzte Frage ist, oder Aufgabe ist dann, auch ein paar Leute zu taggen, die die Fragen noch nicht beantwortet haben. Da tue ich mir jetzt ein bisschen schwer, weil ich natürlich auch nicht jetzt unbedingt weiß, wer das hier im Grunde schon gedreht hat. Ich würde aber super gerne die Mädels vom Hörgenuss taggen, Christine, Ruth und auch Steffi vom Buchschnack. Wenn ihr den Tag noch nicht gemacht habt und Lust habt, fühlt euch herzlichst getaggt. Auch die liebe Anka, wenn Lust hat, vielleicht passt das ja in deinen Contentplan irgendwie für die nächsten Wochen. Und dann würde ich auch gerne Marie von Maries Salon du Livre taggen. Ich mag ihre Art auch super gerne, wie sie über Bücher spricht und auch so ein bisschen wahrnimmt und rüberbringt. Und vielleicht hast auch du, Marie, Lust, diesen Tag zu machen, damit wir dich ein bisschen besser kennenlernen können. Und ja, das waren sie jetzt, die 6 Fragen, beziehungsweise dann eben 7 mit der Aufgabe. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit diesem anderen Tag und habt hier auch ein bisschen Inspiration mitgenommen. Da würde ich mich sehr freuen. Ich würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr die ein oder andere Frage unten in den Kommentaren beantwortet, vielleicht tatsächlich auch Kanalempfehlungen außerhalb von BookTube habt, da würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Warum euch vielleicht ein Kanal besonders gefällt, teilt das gerne mit uns. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.